So, hallo liebe Zuschauer auf YouTube. Willkommen zum Part 3 von diesem Mappen. Wundertour, was eben alles passiert, also was gebaut wurde. Das ist die Bibliothek, also wenn ihr euch noch aus der vorherigen Folge erinnern könnt. Da gab es eben ja eine Bibliothek und ja, die habe ich jetzt endlich fast fertig gebaut. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich bauen muss, die kann ich auch in die Folge jetzt erledigen. Das alles hier hat eigentlich Set aufgebaut, dass er daran gearbeitet hatte. Das meiste davon brauche ich eigentlich gerade nicht mehr ganz. Glasspanes will ich noch eben und den Rest von Glasfetzen machen. Und ja, eben, dann zeige ich euch jetzt mal alles. Das Bett kann ich jetzt eigentlich auch wegmachen. Eben, das hier ist das Interior, da arbeite ich vielleicht noch ein bisschen daneben, eben, das hier anders zu machen, auch vielleicht das Licht aus Laternen oder so. Die Box kann sein, dass sie von mir ist, weiß aber auch nicht mehr ganz genau. Ich glaube, das ist meine Box, ja, dann baue ich noch schnell weiter. Eben, ich habe das ganze Holz zu Jungle Wood geändert, weil ich mochte halt eben das Warped nicht so ganz vorher. Ich fand, das sah halt einfach nicht passend aus, gerade wie es schon bereits aussah. Der zweite Stock soll im Grunde so ein bisschen einfach als ein Übergang sein zu dem dritten Stock, also eben, hier habe ich jetzt nicht viel Spezielles gemacht. Wegen meinem Texture Pack sehen Chainmail Helmets aus wie Dream Masken. Ich habe sie auch so umbenannt. Und normale Helme sehen aus wie eben wie Technoblade Kronen, eben die Gold, also eben Gold, eben Helm sieht aus wie Goldkronen, Netherite sieht aus wie Netherite, also Kronen und so weiter. Und hier oben ist noch das dritte Stock, also das dritte Stockwerk. Da muss ich noch ein bisschen weiter ausbauen. Ich plane auch eben auch noch so speziell zu dekorieren. Eben, das kann ich dann auch in dieser Folge machen. Und hier oben ist noch das Obergeschoss halt. Da kommen aber nur schwer hin. Ich habe noch nicht überlegt, wie ich das richtig mache, halt, damit man gut hinkommt. Jetzt so. Im erstes Dach eben. Ist eigentlich eher hier hohl, vielleicht baue ich hier noch ein Secret oder sowas hin. Ja, und eben, ja, das ist die Bibliothek, ich werde jetzt noch etwas weiter daran bauen. Und eben, während das werde ich auch ein bisschen noch über halt eben die. Also ich würde eben mal reden, was da sonst noch kommen wird wegen dem Ganzen halt hier eben, was da noch weiterlaufen wird, eben was für Videos da noch so kommen. Eben hat ich habe bald wieder Ferien, also es könnte sein, dass vielleicht wieder ein paar Videos kommen demnächst, aber ich kann das nicht versprechen, also. Also eben wie gesagt, sowas kann ich nicht versprechen, eben möglicherweise kommen ein paar Videos, je nachdem wie ich mich gerade fühle, um ehrlich zu sein. Nee, wie gesagt, ich will kein jetzt wie YouTuber werden, also kein als YouTuber, der Geld verdient werden, sondern einfach halt aus eigenem halt eben Spaß heraus, besser gesagt, also nicht um irgendwie Geld verdienen und so. Ja, eben, und wie gesagt, eben, das hier ist auch nur jetzt eben aus Spaß, weil ich halt eben manchmal, wenn ich frei habe, spiele ich ein bisschen und eben, denke ich mir, warum mache ich nicht noch eine Folge dazu? Eben, die anderen spielen manchmal auch noch. Ich finde es auch cool, wenn ein paar mehr manchmal spielen würden. Ich habe auch in der Klasse, also in meiner Klasse, ein bisschen herumgefragt, wer sonst auch spielt. Ich glaube, es gibt da nicht viele außer den Jungs, hat eben also. Von den Mädchen kann ich jetzt nur zwei, glaube ich, die auch spielen. Ich weiß nicht, also zumindest zwei, von denen ich es weiß. Und eben, ja. Einer von denen war sogar letztens mal kurz on, aber auch nur für einmal. Und eben, wie gesagt, eben, ich mache demnächst vielleicht wieder ein paar Bastelvideos eben, und die werden dann auch nicht super Qualität haben oder so. Und auch nicht irgendwie etwas super Cooles gebastelt. Wird auch jetzt, das wird jetzt auch nicht wirklich.
Ja, das muss ich schnell reparieren. Ja, das repariere ich noch schnell. Ja, und eben, weiß nicht, worüber ich sonst noch reden soll. Da ist es schwer zu sagen, halt, wenn man nicht auch irgendwie in einem Live-Chat oder sowas ist, dann kann man nicht, denke ich, auch fragen. Man sollte eben, falls ihr noch irgendwie Fragen habt oder so, eben, die kann ich dann auch in den nächsten paar Folgen dann auch noch beantworten oder so. Während ich etwas, auch wie in Minecraft zum Beispiel, kann ich dann auch die Fragen beantworten. Ja, und eben, das ist die Bibliothek. Türen? Hier vielleicht? Auch keine Tür. Ja, dann mach ich schnell einen aus Jungle. Aus Jungle wird's hier. Übrigens, ich höre mir gerade noch so ein Video an von Tommy in etwas, der ich da fragt. Ich schaue eigentlich noch gerne was anderes Minecraft-YouTube und so. So, das sieht eigentlich ziemlich gut aus, finde ich. Ja, die packe ich dann wieder zurück. Ich nehme meinen Hund, der ist auch noch immer hier. Apollodor. Theoretisch kann ich eigentlich auch von hier aus doch noch weitermachen. Ich mache mal wegen dem Licht, glaube ich, noch ein paar Sachen halt. Und eben, ich glaube, letzte oder vorletzte Folge, so ein bisschen schwer zu sagen, ich nehme das halt alles aus Mal auf, da weiß ich nicht ganz genau eben, wann, was ich wann gesagt habe. Und eben gesagt, eben, ich habe ja all mein Eisen und meine, so Diamond Chest getan, doch mein Gott, oh mein Gott, aus Sicherheit war eben letztens gerade mein Eisen verschwunden. Nee, wie gesagt, ich sag nicht, dass es Set war, aber möglicherweise. Hier drüben noch Slabs. Ja, hier drüben habe ich noch ein paar Slabs gibt. Ja, das sieht gut aus. Ich frage, welches Tomieren sich wie Video ich mir gerade anschaue, zusammen mit dem TNT Search Bot. Ist gerade an der Stelle, als Tommy und Charlie beide das Soundboard benutzen. Aber ich habe eine Idee noch. Man kann ja Slabs leider halt nicht so platzieren, aber also halt aneinander. Aber wir so. Eine sieht auch aus. Mein Gott, ich hole noch unten nochmal Dark Oak Slabs. Die kann ich ja wieder zusammen. So, sollte gut sein. Okay, warte kurz. Ziemlich schwer wegen der Symmetrie zu schauen, dass das alles stimmt. Hier drüben ist noch ein bisschen dunkel. Nein, sieht doch was aus. Ja, das sieht besser aus. Da mache ich das aber besser auf die Garante, sonst sieht es ja das seltsam aus. Gut. So, jetzt.
jetzt geht's noch schneller. Ah, ich weiß, ich habe halt einfach halt irgendwelche Videos auf Play und irgendwas hat so in dem neuesten Video so mittendrin gestartet. Also das in dem mit dem Super Hardcore-Mod. Also. Und irgendwie ist gerade die Szene, als sie im Nether gelandet sind. Und irgendwie eben, als dass sie eigentlich gerade erfahren haben, dass eben Piglins sie direkt attackieren werden. Also Zombie-Piglins. Jetzt kommt gleich die Szene, in der Jack runterfällt. Sorry, Spoilers, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Okay, das sieht gut aus, so. Was? Ja, das können sie auch noch. Ja, dass hier gut genug ausgereicht ist, dass nicht mehr am Mob sieht, dann zwar nicht gut. Vorhin mal echt gejumpscared von einem so kleinen Baby-Zombie, der hier drin gespawnt ist. So, hier unten sollte es, glaube ich, genug Licht sein. Hier kann ich glaube ich noch die Laternen am Rand platzieren, das sollte also, glaube ich gut genug so aussehen. Ja, es wird wieder runtergehen. Wirkt alles ein bisschen seltsam, hier, so wie ich es gemacht habe, aber so passt es gerade ziemlich gut für mich eigentlich. Das glaube ich reichen. So. So, jetzt kommt noch der Äthiopien. So, dann hier drüben noch was.
2. Ich überlege vielleicht noch ein so Licht-Texture-Pack. Das muss ich auch nachzuschauen, ob es irgend so ein Licht-Texture-Pack oder sowas gibt. Für irgendwie, so für irgendwie so, also dass wenn man Laternen oder Fackeln in der Hand hat, dass dann auch Licht um einen herum ist. Also ich meine, das würde so viel cooler aussehen, wahrscheinlich auch in Folgen. So, ich glaube dann, das ist dann fürs erste Mal. Ich werde wahrscheinlich noch weiterbauen, aber ich glaube für jetzt sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Hier noch irgendwo, was ich rausnehmen kann, damit ich wieder Platz habe. Ich nehme die andere Perle raus. Ja, so alles brauche ich. So eben, das ist die, wäre dann die Folge für heute. Ich hoffe, euch hat das gefallen eben. Das wird wahrscheinlich dann die letzte Folge für wieder ein. Bei ein, 2 Wochen, also vielleicht zumindest von Minecraft sein. Vielleicht lade ich doch was anderes hoch oder nochmal von hier. Zumindest das sind jetzt die meisten der neuen Builds. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen und viel Spaß!